Ja, hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Cube World. Moment mal, der verarscht uns doch. Der war beim letzten Mal ganz woanders. Ich sehe es doch genau. Hallo, ich sehe es doch genau auf der Karte. Wir waren beim letzten Mal wahrscheinlich hier irgendwo. Oder? Waren wir da? Ich weiß es nicht. Oder hier? Ich habe keine Ahnung. Ich habe doch mal eben versucht, oder was heißt eben, gestern habe ich versucht, eine Aufnahme zu machen. Das hat aber nicht ganz geklappt. Und den habe ich ja zwischendurch ein Stück weiter gespielt und dann, gut, viel verpasst habt ihr nicht. Wir sind eigentlich nur ein bisschen rumgelaufen und natürlich auch schön in die falsche Richtung, weil wir wollten ja zu dem komischen Wald da hinten. Jetzt sind wir hier aber bei dem See. Wunderbar. Ja. Und Cube World uns, also wir respawnen erstmal. So, da sind wir wieder. Tier, da bist du. Unser süßer Collie. Collie, Collie, Collie. Ach schon, das habt ihr auch verpasst. Wir haben einen Collie gezähmt. Nein! Der lief irgendwo rum und... Ach Mist, und ja, das Inventar. Ich muss mich dran gewöhnen, dass es auf I ist. Wir hatten hier einfach so ein paar Kaugummis dabei. So. Und dann war unser süßer kleiner Collie und dann... Ja, das ist doch, ne? Und ich habe dann auch nochmal gefragt... Wie kann man so einen Hund denn nennen? Oder, also, nicht wie man den nennen kann, sondern es gab doch irgendwie eine Texteingabe. Wie war denn das? Nein, okay, finde ich nicht. Ich habe vergessen, irgendwie mit Slash Namepad oder irgendwie Pet Name oder... Irgendwie konnte man die doch umbenennen. Mist. Warte, wir lassen unser MP aufladen. Ja, und diese Folge wird höchstwahrscheinlich rund um Silvester rauskommen. Das heißt... Über welches Thema wir reden werden, ist, denke ich mal, komplett klar. Mal, der ist stark. Ciao. Ciao, habe ich gesagt. Toll. Ja, wir möchten nämlich über das Neujahr reden und da gibt es ja viele Dinge so anzusprechen. Wie zum Beispiel viel zu laute, übertriebene Musik. Aber ja, das ist doch dann auch völlig egal. Achso, nochmal ganz kurz. Das Gameplay von dem, was ich noch habe, das könnte ich euch noch liefern, aber ich weiß nicht, ob das so spannend ist. Ja, jedenfalls. Heute ist der 30.11. Der 30.12. Mensch, jetzt habe ich ja schon verraten, worauf ich hinaus will. Am 30.11. kam ja die erste Folge. Und hier nehmen wir gerade die zweite Folge von Cube World auf, in der ich auch mal die Musik leiser machen müsste, aber gut. Ich hoffe, das ist nur das eine Lied. Vorbei. Colli. So. Ja, das heißt, es kam jetzt ein Monat, vielleicht sogar mehr, kein... Ah, oh, wir haben kein Kleider. Kein Cube World. Dafür wollte ich mich einfach mal entschuldigen. Genauso wie der hier. Ich war einfach so faul, das gibt's nicht. Ja. Und es soll heute mal um Silvester gehen. Oh Mensch, wir sind ja schon voll. Toll, da kann man... Also, wir sind voll. Mensch, da kann man das nicht mal ausnutzen. Okay, warte. Zack. Ich weiß gar nicht, wo wir hingehen. Warte mal, wir sollten ja vielleicht mal schon in Richtung des Sees gehen. Wenn... Na klasse. Wenn wir schon mal einen See haben. Und... Ja. Bezüglich Silvester wollte ich mit euch... Mach ihn alle. Ja, bezüglich Silvester wollte ich mit euch mal über so ein paar Bräuche vielleicht reden, was man denn so macht, was ihr vielleicht so vorhabt an Silvester. Ich meine, klar, bis Mitternacht warten und dann einen Countdown runterzählen, macht ja eigentlich so gut wie jeder. Dann legt ihr eigentlich euch ein Centstück unter das Glas? Hatte ich mal einen Silvester mitgemacht, da hatten wir keine Centstücke gefunden, deswegen haben wir Euro genommen. Naja, ne? Wenn man zu arm für einen Cent ist. Ja, YouTube-Money und so, ne? Nee, nee. Ja, und dann, was macht man eigentlich Silvester so? Es gibt ja manche, die hier Dinner for One zum Beispiel. Das ist einfach auch. Star. Was, wie hießen die alle? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh, der ist stark. Hilfe. Ja, und dann, wenn es 0 Uhr ist, erstmal schön ein Kippen, ne? Ach ja. Und dann natürlich auch schön aus dem Fenster gucken für... Nein! Okay, der ist sehr stark. Ich habe nicht auf die HP geachtet. Du bist...
auf das er sterbe. Der See. Müssen wir in den See. Wir haben schon ganz graue Haare, schon verkalkt, die müssen wir mal auswaschen. Ja, jedenfalls dann 24 Uhr, draußen geht dann das Feuerwerk los. Man sieht die ganzen schönen bunten Farben im Himmel und den ganzen Qualm dabei. Yay, tote Vögel, Umweltverschmutzung. Hat wie gesagt alles andere Seiten. Naja, also so schön es doch auch aussieht, ne? Hat alles seine Vor- und Nachteile und es ist schweineteuer. Nein, unser Hund lebt noch, unser kleiner Collie, der bisher keinen Namen hat. Wobei ich auch sagen muss, bei Knallern, ich bin da nicht so der Freund von, ne? Also, wenn da mal irgendwas im Himmel ist, gucke ich mal mit zu, aber unbedingt rausgehen muss ich da jetzt auch nicht. Ich weiß nicht, wie ist denn das bei euch so? Geht ihr selber knallen? Mögt ihr das? Wäre mal ganz interessant zu wissen, oder auch, was auch viele machen, Bleigießen. Also, ich glaube da ja nicht dran, was ich für Form kriege, aber es macht irgendwie Spaß. Und auch bestimmt gesund. Yay, Level Up. Wie war das mit X? Genau. Wir haben unser erstes Level Up gerade, ne? Auf jeden Fall erstmal Attacke. So. Bam, jetzt geht's ab. Jetzt ownen wir den Place hier, yo. Ne, war Bleigießen. Ich finde das auch ganz lustig, aber es ist wie gesagt auch voll teuer. Na gut, eigentlich kostet alles Geld. Aber wenn man das ja mal ausgeben kann, oder? Ist ja ganz nett. So. Ach ja. Richtig idyllisch mit der Musik hier. Und dann kommt irgend so ein Typ und quatscht alles kaputt. Ja. Genau das. Und Krabbis. Auf meiner anderen Welt habe ich eine Krabbe als Haustier. Das könnte man auch in irgendeiner Spielerartenfolge mal sehen. Das ist voll lustig. Die gehen mega ab. Oder auch nicht, in dem Falle. Naja. Wo ist denn der Lagerplatz? Ach, guck mal. Nein. Hehe, tschüss. Ich wollte doch nur... Geht das eigentlich? Moment mal. Oh. Ja, das geht nicht so. Ich dachte jetzt, ich regeneriere schneller, als der Damage macht, aber das kannst du vergessen. Na gut. Und schon wieder weiter von unserem Ziel weg. Oder? Naja, geht noch. Oh. Professionelles Gameplay, gezeigt von Hörnchen. Ja, aber auch zu Silvester nochmal, um wieder auf das Thema zurückzukommen. Das hatte ich mich bei der letzten Aufnahme sehr viel, das Problem, dass ich, naja, sagen wir mal so, ich bin immer vom Thema abgekommen und habe immer irgendwie über CubeVault geredet, obwohl wir das eigentlich gar nicht so wollten. Also, schon, aber, ach, ihr wisst schon. Okay, ist auf den da. Das kannst du vergessen. Ja, okay. So, um aufs Thema zurückzukommen. Viele machen sich ja auch bei Silvester Vorsätze fürs neue Jahr und... Hundi? Der will nicht. Wie war denn das? Viele machen sich halt auch Vorsätze fürs neue Jahr und... Dann kommt dann sowas wie... Ich gehe jetzt ins Fitnessstudio oder irgend sowas und dann die erste Woche, wann? Ich glaube, der Montag ist der zweite, ne? Ja, ich glaube schon. Und am zweiten sind dann alle in ihrem Fitnessstudios und dann, ja, ich mache was für mich selber. Boah, der ist aber schnell. Ah, der war auch im Fitnessstudio, gell? Ja. Du Hundi, du. Ja, und dann alle... Mit einem Engagement oder so, vielleicht eher ein passenderes Beispiel. Ich lerne jetzt mal für die Schule. Die erste Woche im neuen Jahr wird natürlich auch gelernt. Ne? Ich habe lustigerweise die erste Woche gleich Berufsschule. Toll. Naja, und dann, oder ich höre mit dem Rauchen auf. Das sind halt alles solche Sachen, die man sich dann vornimmt, aber im Endeffekt eh nicht einhält. Und da frage ich mich, wozu macht man sich überhaupt die Neujahrsvorsätze, wenn man das in den meisten Fällen nicht einhält? Es gibt bestimmt Leute, die ihre Vorsätze einhalten. Wie ist denn das bei euch so? Haltet ihr eure Neujahrsvorsätze ein? Macht ihr euch überhaupt welche? Weil ich bin dann eher so, ich mache mir dann überhaupt keine,
Weil, wenn ich was verändern will, kann ich es auch gleich machen. Schön, dass wir auf den Bäumen hier rumklettern. Es ist richtig gut, um dabei zu erzählen. Nein. Ach, die ist lieb. Sehr schön. Kannst du mich heilen? Nö. Aber wir haben schon wieder ein Camp mit Matratze. Ja. Zum Beispiel, wenn ich jetzt, keine Ahnung, für die Schule lernen wollen würde, dann könnte ich ja gleich sagen, okay, weißt du was, ich lerne jetzt für die Schule und wir sind schon lange wieder voll geheilt. Anstatt da bis Neujahr zu warten. Biene Maya. Lalalala. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Lied geht. Oh, und zu Biene Maya gibt es noch was Lustiges. Ich habe mal uralte CDs von mir durchgewühlt und habe dabei so ein mega altes Biene Maya Spiel von 2000 und Apples gefunden. Und wollen wir das mal let's playen? So einfach mal ganz kurz am Rande. Es ist mir auf jeden Fall sehr lustig. Ich weiß gar nicht, Biene Maya und das große Gewitter oder irgendwie hieß das. Oder der Sturm oder, ach, keine Ahnung. Das ist ein Scheiß. So. Natürlich ein Mist ist das. Wo kommen wir denn hier hin? Auf zu neuen Landen und Bergen. Passt ja die Musik gerade. Huch. Achso. Übrigens, ich sammle das ganze Zeug hier einfach, weil man es sammeln kann. Ich glaube nicht, dass wir das irgendwann brauchen, aber ist auch egal. Und was ist das bitte da hinten? Ist das der pinke Panther oder was? Nein, jetzt ernsthaft, was ist das? Oh, das ist irgendein Boss. Wenn die gut sind, dann hole ich mit dir dazu. Bitte seid lieb. Ja, ihr seid lieb. Hey, Leute. Halt, bleibt mal stehen. Bleibt mal ganz, ganz schön hier stehen. Ich hoffe, die kriegen die down. Und nicht andersrum. Sehr gut, der ist gestunt. Boah, das schaffen wir, das schaffen wir. Alle drauf. Bossfight. Und ich werde mal sagen, das ist dann auch ein ganz guter Abschluss für diese Folge. Sehr schön gemacht. Und ich glaube, einer von denen ist verreckt, oder? Nee, die leben alle noch. Haha, mein Loot. Sehr cool gemacht. Und hier steht sie, die Heldentruppe. Leute, ihr müsst auch mal in die Kamera gucken. Warte, das machen wir jetzt nochmal ordentlich. Oder auch nicht. Na gut, dann... Warte, so. Egal. Das war's dann mit der Folge Cube World. Rutscht mir gut in 2017 und wenn das Video erst nach dem 31. kommt, dann hoffe ich, dass ihr gut reingerutscht seid. Verletzt euch nicht beim Feuerwerk und genießt die Zeit, die ihr habt. Dann tschüss, euer Hörnchen. Alter, die haben das Hühnchen getötet. Ihr Schweine. Das arme Hühnchen. Na gut, dann auf jeden Fall tschüss erstmal. Und Hundi, kannst du mal in die Kamera gucken? Komm schon, wir wollen doch mal ein schönes Bild haben, hm? Kann man das HUD ausblenden? So. Na dann, tschüss. Jetzt aber wirklich, ne?